Es hat ziemlich lange gedauert, bis unser lieber DAX sich mal in Bewegung gesetzt hat, aber jetzt bewegt er sich. Gestern ein neues Allzeithoch, heute ein neues Allzeithoch, gestützt durch gute Unternehmensergebnisse, heute Telekom etwa. Und jetzt kratzen wir schon an der Marke von 16.000 Punkten und das ist unbedingt ein gutes Zeichen. Oder doch nicht, denn der DAX hat manchmal so den Impuls, ein bisschen zu spät loszurennen, wenn die anderen schon ihren Lauf beendet haben, dann kommt der manchmal erst in Gang und dann stellt sich eben die Frage, ist der DAX, ist vielmehr genauer gesagt Finanzminister Olaf Scholz ein Kontraindikator, der ja gestern das erste Mal geraten hat, in Aktien einzusteigen, gerade für die junge Generation, nachdem er selber ja keine Aktien hat, aber der Reihe nach. Schauen wir uns das Geschehen mal an, der DAX unterwegs in Richtung 16.000 Punkte. Hurra, diese runde Marke müssen wir noch schaffen. Das gäbe schöne Schlagzeilen. Zweites Rekordhoch in Folge gestern und heute, wie gesagt. Und da ist er, der gute Olaf. Die junge Generation, die möge doch in Aktien investieren. So der großartige Kanzlerkandidat gestern in einem Interview mit Business Insider. Also da ist jetzt plötzlich eine andere Stimmungslage und Daniel Stelter bringt es vielleicht auf den Punkt. Ja, ich muss gestehen, sagt er, dass ich angesichts von Höchstständen an den Börsen den Meinungswandel von Kevin Kühnert und vor allem Olaf Scholz als Warnsignal erster Güte sehe. Gelten wir Deutschen doch bei den Profis in UK und USA als klassische Kontraindikatoren. Es gibt ja aus der Finanzkrise noch das Wort vom Stupid German Money, vom dummen deutschen Geld, damals die Landesbanken, die großartig dann noch investiert haben, als alles schon zu spät war, in verbriefte Kredite etc. etc. Die sind dann alle ganz schön auf die Nase geflogen. Und jetzt ist die Sache so, der Olaf, der will ja Kanzler werden. Und lange hat man gedacht, oh, das ist ja ziemlich absurd, der wird das sowieso nicht angesichts einer so schwachen SPD. Aber dadurch, dass Laschet und Baerbock in den Umfragen nicht gerade brillieren, kann der Olaf, der bisher keine gravierenden Fehler gemacht hat, anders als Laschet und Baerbock, eben aufholen und liegt jetzt als Kanzlerkandidat deutlich vor Laschet und Baerbock. Hat sogar doppelt so viel Prozent wie Baerbock. Und da können sich bestimmte Konstellationen ergeben, die es durchaus möglich machen, dass der gute Olaf dann Kanzler wird. Muss man erst mal sacken lassen, aber es ist so wenig unwahrscheinlich wie schon lange Zeit nicht mehr. Und das angesichts einer Situation des geradezu perfekten Vergessens von Olaf Scholz. Wir in Hamburg, wir erinnern uns gerne noch an Warburg. Da hat der Scholz sich also an gar nichts erinnern können, auch mit Cum-Ex und so weiter. Also der Olaf, der hat dann zum Beispiel privat von seinem Privataccount Mails und SMS geschickt und die hat er dann sofort gelöscht, gell? Deswegen konnte man die nicht finden. Also da ist schon sehr, sehr viel vergessen. Mancher bestreitet, dass das wirklich jemand ist, der dann Kanzler werden sollte und könnte. Extra 3 hat gestern getitelt, das perfekte Vergessen. Ja, man kann es so auf den Punkt bringen, aber die Leute sind irgendwie frustriert. Die haben das schon wieder vergessen und sehen sich einen Laschet an, der jetzt nicht so wirklich glücklich agiert, sehen sich eine Baerbock an, der man oder manche zumindest das nicht wirklich zutrauen, Kanzlerin zu sein. Also das könnte jetzt sein, dass wir hier jemand haben, der dann möglicherweise für die Aktienkultur auch jetzt nicht gerade so toll wäre, auch wenn er das erste Mal jetzt geraten hat, der jungen Generation in Aktien zu investieren, vielleicht zum falschen Zeitpunkt, Fragezeichen. Wir werden sehen. Jedenfalls sehen wir, dass wir es ja mit einer vierten Corona-Welle zu tun haben. Mein Kollege Hannes Zipfel hat mal hier eine Grafik erstellt, den S&P 500 mit dem Beginn der jeweiligen Corona-Wellen. Erste Corona-Welle, klar, das war der Crash Februar, März 2020. Dann kam die zweite Welle, kleiner Knicker, macht nichts. Dritte Corona-Welle, kleiner Knicker, macht nichts. Vierte Corona-Welle, noch kleinerer Knicker, macht nichts. Wir haben Impfstoffe und so weiter und so fort. Stellen aber fest, dass das wohl nicht eine Infektion wirklich verhindert, sondern wahrscheinlich nur schwere Verläufe. Und zumal sich viele nicht impfen lassen wollen. Vorhin jemand getroffen, den ich gut vom Sport kenne, eigentlich ein super Typ, der mir gesagt hat, ich will mich nicht impfen lassen. Und das empfinde ich als eine Impfpflicht, die da der Fall ist, weil man ja praktisch aus dem öffentlichen Leben teilweise ausgeschlossen wird. Klar, da wird Druck gemacht von der Politik. Man will die Leute zur Impfung zwingen. Immer mehr Bereiche sind jetzt nur noch, oder auch Berufe,
auch in den USA vor allem schon, können nur noch als Geimpfte Ausgeübte werden. Also der soziale Druck und der von der Politik ausgeübte Druck nimmt zu. Gar keine Frage. Aber die Aktienmärkte jedenfalls, die schütteln das ab. Und jetzt haben wir auf der anderen Seite, also als potenzielles Risiko, diese vierte Corona-Welle. Vor allem, wie Hannes Zipfel gleich zeigt, oder in dem Artikel, den ich Ihnen gleich dann unten verlinke, zeigen wird, in den Teilen der Welt, mit denen wir relativ wenig zu tun haben, wo aber Mutationen entstehen können, die dann wiederum uns Probleme machen. Sei es drum, jedenfalls sehen wir, dass Corona das eine ist und die Inflation ist das zweite. Wir hatten heute Erzeugerpreise aus den USA mit dem größten jemals verzeichneten Anstieg zum Vorjahresmonat, 7,8%, deutlich über der Erwartung, die der Fall war vorher, und vor allem auch zum Vormonat plus 1,0%, auch weit drüber. Also wir sehen, da ist Margendruck, da gibt es Druck auf die Margen, die Unternehmen werden nicht anders können. Sie konnten es bisher gut, aber die Kosten steigen weiter. Sie konnten die Kosten bisher ganz gut weitergeben, vor allem die amerikanischen Unternehmen. Aber die Kosten gehen nicht zurück, sie steigen weiter. Also müssen sie die Preise weiter anheben und das wäre dann eben eine Voraussetzung für Inflation. Hier sehen wir mal den Unterschied zwischen den Konsumentenpreisen, also den Verbraucherpreisen, die bei 5,4% liegen, und eben den Erzeugerpreisen, also den Kosten für die Unternehmen. 7,8% ist also eine sportliche Differenz von 2,4%, die größte Differenz der letzten Jahrzehnte. Und wie gesagt, normalerweise müssen die Unternehmen das weitergeben. Und jetzt ist in China ein Sack Reis umgefallen, nämlich der zweitgrößte Containerhafen des Landes, Ningbo, ist jetzt geschlossen worden, findet derzeit keine Arbeiten statt, keine Container Verfrachtungen, weil es da einen Fall eines Hafenarbeiters gab, der Corona hat, obwohl er geimpft war mit dem chinesischen Impfstoff Sinovac. Da haben die Chinesen mal eben den Hafen zugesperrt. Jetzt werden in diesem Hafen vorwiegend eben auch Elektronikgüter nach Europa in die USA verschifft. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Lieferkettenproblematik sich weiter verschärfen wird. Hier eine Schlagzeile der großartigen Zeitung mit den vier Buchstaben. Und jetzt hat Ningbo, auch der Flughafen in Ningbo, gesagt heute, wir werden jetzt alle Flüge streichen nach Peking. Mithin ist also China dann wieder teilweise in einem Lockdown. Und da wir von Asien so stark abhängig sind, was Lieferketten betrifft, was Lieferungen betrifft, kann das für uns keine wirklich gute Nachricht sein. Und das wird bedeuten eben, dass sich die Lieferketten wieder weiter verschlechtern, dass die Wartezeiten, bis irgendetwas kommt, weiter verlängern, dass, wenn Sie jetzt etwas bestellen, es Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre dauert, bis das mal ankommt. Dementsprechend sehen wir, dass die Kosten für Shipping Goods auf ein neues Allzeithoch gestiegen sind, von China vor allem nach Europa, etwas weniger krass in die USA. Aber das Problem verschwindet nicht. Also wir haben nach wie vor die Voraussetzungen für ein dauerhaftes Ansteigen der Inflation. Apropos China, hier noch eine Meldung der Global Times, ja praktisch so eine Art Staatsorgan. Die sagen also hier, die Amerikaner, das wird jetzt auf eine Auseinandersetzung zulaufen. Wir müssen jetzt donnergleiche Maßnahmen ergreifen, bevor die Krise kommt. Also die ganze Geschichte um Taiwan scheint sich hier weiter zu verschärfen. Es geht towards a showdown, wie man hier formuliert. Also das könnte noch ein bisschen tricky werden. Und jetzt kommen wir nochmal zurück an die Märkte. Hier zum Beispiel in die USA. JP Morgan hat heute gesagt, ja, also wir denken, dass jetzt so der Hochpunkt der Corona-Welle, der vierten Welle, bald erreicht sein wird. Man beruft sich da auf Daten in einigen Bundesstaaten und Kolanovic, sehr berühmter Mann von JP Morgan, sehr stark verfolgt an der Wall Street, der hat einen Boden ausgerufen für die Renditen, für Staatsanleihen und eben auch für zyklische Aktien. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass nach wie vor eine große, große Differenz ist, etwa bei den Hospitalisierungen Europas, vor allem Deutschlands und in den USA, da zeigen die noch massiv nach oben. Also die Amerikaner haben ein größeres Problem mit Corona als wir. Vielleicht sind wir einfach nur Nachzügler. Wenn jetzt die Urlaubsrückkehrer wieder da sind, dann könnte das Ganze auch ein bisschen schwieriger werden. Und wenn jetzt die Situation ist, dass die Inflation
doch weiter dauerhaft ist, Lieferkettenprobleme etc., die Preise also hoch bleiben, gleichzeitig aber durch die vierte Corona-Welle die Wirtschaft deutlich an Schwung verliert, vielleicht sogar stagniert, dann hätten wir eine Stagflation. Und hier sagt Fred Hickey, ja, passt auf, also bevor ihr für irre Preise irgendwelche Meme-Aktien oder Specs oder Kryptos oder was auch immer kauft, historisch gesehen in Stagflationen haben immer am besten funktioniert Edelmetalle und Öl, sollte man drüber nachdenken. Das wäre vielleicht ein Punkt. Und jetzt abschließend noch der Artikel, auf den ich Sie verweisen wollte, von Hannes Zipfel. Aktienmärkte, keine Angst mehr vor Corona. Zu Recht, wo Hannes Zipfel zeigt, wieso die Gesamtkonstellation ist und was da eigentlich jetzt auf dem Spiel steht. Ich verlinke Ihnen diesen Artikel unter dem Video. Wünsche jetzt einen wunderschönen Feierabend. Wir sehen uns morgen in alter Frische. Ich sage Servus und Ciao.